So, einmal. Hallo. Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Emily. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind. Auch wenn ich weiß, dass Sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Verzeihung. Irgendwie heute, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir langsam irgendwie was einfange. Sie hat immer noch Albträume. Kein Wunder nach dem, was sie alles durchgemacht hat. Ja, sieht man. Manchmal ruft sie nach Ihnen. Manchmal schreit sie nach ihrer Mutter. Echt? Armes Ding. Armes Ding. Guck mal, sie hat gemalt. The Golden Cat. Guck mal, sie hat es einfach gemalt. Ich finde das total süß. Ach, sie ist schon eine Putzige. Ach, Emily. Jetzt ist sie einfach die Kaiserin. Oder, naja, zumindest soll sie die Thronfolge übernehmen. Was wir jetzt noch machen wollen, ist in dieses verlassene Wohnhaus zu gehen. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen, bevor ich schlafen gehe. Aufschließen. So. Ich höre schon wieder etwas, ein Knochenartefakt oder so. Während des schrecklichen Mordes an ihrer Mutter vor 6 Monaten wurde Lady Emily Caldwin entführt. Jeder... Aha, Knochenartefakt. Hat sich umgehend bei der Stadtwache zu melden. Mhm. Zur Kanalisation? Also... Das ist jetzt, interessant. Verschlossen. Ja. War ja klar. Kommt man nicht raus. Ob es hier irgendwie nochmal irgendwann sowieso lang geht, also storymäßig. Einmal nur gucken, dass ich auch nichts vergessen habe. Hier hinten ist noch Solakovs Gesundheitselixier. Mein Gott, ich kann heute nicht sprechen. Ja, aber brauchen wir nicht. Ich schaue jetzt noch einmal hier rein. Hatten wir den nicht durchgehört, den Audiographen? Ach, bestimmt. Ach, guck mal. Kupferspirale. Kupferdraht, besser gesagt. Da hinten liegt noch was. Ist das wieder? Fragen Sie ihn, wie er will. Die Akademie war ihm zum... Das haben wir schon gelesen. Und wie er die Formel meines Elixiers stehlen konnte. Können Sie das tun? Ja, mache ich. Ich frage ihn. Ich frage ihn ganz freundlich. Ich streichle ihn auch mit meiner Klinge, damit er mir das erzählt. Weil ich glaube auch wirklich, dass er dir das gestohlen hat. Ich halte ihn nämlich für so einen. Vertrauen Sie Sokolov nicht. Insbesondere nicht in Sachen Wahlanatomie. Okay. Ich glaube ihm kein Wort. Ich glaube dem erst, wenn er quasi sonst keine andere Wahl mehr hat. Gut, dann haben wir das ja jetzt geschafft. Jetzt rennen wir noch mal einmal hier durch. Na komm. Ach, dich habe ich vergessen. Cecilia, ist dir kalt? Corvo, kann ich Ihnen etwas sagen? Klar. Ich habe einen geheimen Zufluchtsort ganz in der Nähe, für den Fall, dass die Stadtwache uns finden sollte. Ja? Eine leerstehende Wohnung auf der anderen Straßenseite. Ich denke nicht, dass jemand davon weiß. Außer ich? Aber ich kann Ihnen vertrauen. Der Schlüssel liegt oben unter meinem Bett. Aha. Falls nötig, werden Sie dort sicher sein. Habe ich schon gefunden. Habe ich schon gefunden, aber danke schön. Ja, Mr. Corvo. Ganz, ganz lieb. Ich stelle sicher, dass Ihr Zimmer sauber ist. Brauchst du nicht. Du bist eine ganz Liebe. Wirklich, mach dir keinen Kopf, Cecilia. Und dieser gemeine Wallace, ne? So, magst du noch eine Gesangseinlage? Oh, wie geht es Ihnen, Sir? Nein? Ach,
Entschuldigen Sie meine Aufmachung. Ich könnte ein ausgiebiges Bad vertragen. Was machst du dich jetzt gerade an mich ran? Das wäre ein Vergnügen, nicht wahr? Was? Jetzt flirtet die mich an hier. Die ganze Zeit hat sie so gesagt, ich habe schon andere ihres Kalibers gesehen. So, ja, keine Ahnung. Die ganze Zeit so, ja? Und jetzt, ach, entschuldigen Sie die Aufmachung. Wir könnten ja zusammen baden. Sowas, ne? Sowas hasse ich ja. Jetzt hat die gesehen, ne? Dass wir kein Spasti sind. Jetzt will die auf einmal, ne? Jetzt will die sich uns klären. Aber das kann die knicken. So. Speichern. Zeit zum Ausruhen. Ruh dich aus, solange Solokov bewusstlos ist. Super. Fragestunde. Die Kaisertreuen haben jetzt den kaiserlichen Arzt Anton Sokolov in ihrer Gewalt. Durch ihn können sie die engsten Vertrauten des Lordregenten ausschalten. Doch wie kooperativ wird sich das größte Genie des Kaiserreichs zeigen? So, und das haben wir ja schon mal gelesen, aber ich lese trotzdem nochmal. Aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Hi! Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Das ist super. Kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Mhm. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Du bist eine ganz süße Maus, wirklich. Ist kein Problem. Du kannst auch hier einfach im Bett schlafen, ja? Oh, was ist das? Emilys Zeichen. Oh, Zeichnung von Corvo. Guck mal, Daddy. Auch das ist so eine süße Maus, ne? Guck mal, wie hübsch das gemalt ist. Wir haben eine sehr, sehr schöne Nase, finde ich. Und wir sehen sehr freundlich aus. Lesen. Corvo, hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe, ohne deine gruselige Maske. Oh. Oh. Du musst da nicht schlafen. Du musst nicht auf dem Boden sitzen. Was hast du denn da für ein Riesenbuch, ey? Das ist auf jeden Fall schwere Lektüre, oder? Schlaf doch einfach im Bett ein bisschen. Das ist okay. So, was ich jetzt mache, bevor wir wieder irgendwas tun. Hi Lydia, wie geht's dir heute? Wieder am Flöten? Ja, Mr. Sokolov hat sich wohl erholt. Ja? Er hat gut geschlafen und besitzt einen gesunden Appetit. Mhm, okay. Gut zu wissen. Hier ist jetzt nix. Der Lord Regent hat seine... Ach, der Lord Regent. Unser Pandy hat die Geschichte nicht weitererzählt. Vierter Eintrag ist immer noch da. Nix Neues. Werden auf unbestimmte Zeit verschoben. What the fuck? Du Spanner! Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe Piero. Nur geschaut. Piero! Das Schloss. Da badet gerade Callista. Jetzt mal im Ernst, ne? Das macht man nicht. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. Ja, bitte mal weiter untertänigst um mein Schweigen. Ganz ehrlich, untertänig ist das richtige Wort. Meine einzigartigen Dienste? Ja, brauche ich wirklich. Du hast Glück, dass ich deine Bolzen brauche. Und du weißt, was ich für Bolzen meine. Nicht den in deiner Hose, ja? Die hier. Davon brauche ich nämlich ein paar. Was ist King Street Brandy? Ebenso seltener wie teurer Schnaps, der die Essenz der Morley-Orchidee und Spuren von reinstem Walfett enthält. Und was soll das bringen? Ich kaufe das jetzt mal, aber ich weiß nicht, was es bringen soll. Okay, Verbesserung. Ja, das ist alles Zeug, was wir nicht brauchen. Also, dann gucken wir auch mal, ne? Sagst du, die badet? Wir sind ein echter Ehrenmann, oder? Ja, wir haben geguckt, der geht's gut. Es ist kein Schaden passiert, dadurch, dass er durch das Schlüsselloch geschaut hat, ne? Alles gut.
So. Bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen. Was wir jetzt noch machen? Ach nee. Ich bin gar nicht so sicher. Wallace. Mit Wallace können wir nochmal quatschen, oder? Na? Sagen Sie, was Sie wollen. Der königliche Arzt kennt seine Weinsorten. Toll. Super. Soll er seine Weinsorten doch kennen, ey. Ist mir doch egal. Was werde ich sagen, wenn Sokolov tot ist? Bei seiner Beerdigung? Vielleicht so etwas. Sokolov ist tot. Für immer verschwunden. An der Akademie waren wir Rivalen. Ja, war neidisch auf meinen wachen Geist und meine jugendliche Energie. Aber nun ist er tot. Und was kann ich dazu sagen? Sokolov hat einige Erfindungen verbessert. Er konnte sich damit über Wasser halten. Und hatte viele aristokratische Bewunderer. Besonders solche, denen ein solider Hintergrund auf dem Gebiet der Naturphilosophie fehlte. Er war ein Porträtmaler. Man sagt, seine Werke seien genial. Doch ob das wahr ist, wird die Zeit zeigen. Also, Piero mag Sokolov sehr, wie wir... Hallo? Was ist mit dir, du Creep? Erstmal hier bei der armen Kalista, ne? Im Badezimmer, ne? Und jetzt stehst du hinter mir wie so ein Creep. Ist doch mal gut hier. So, die ist ja baden. Wir können mal gucken. Pandy! Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Ey, weißt du, was ganz komisch ist, wenn ich mich teleportiere und die anfangen zu reden? Für eine Weile gefangen zu halten. Er hat ja den Lordregenten unterstützt. Aber es ist schade. Ich fand ihn immer sehr charmant. Okay. Vielleicht willst du ja was mit ihm anfangen. So. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Wenn ich teleportiere und die dann gerade anfangen zu reden, ist dann immer so die Stimme so verzogen. Hört mal. Anton Sokolov hat vor Jahren mit uns zu Abend gegessen. Brillant und widerwärtig. Hat sich wohl kaum geändert. Ja, und deswegen sag ich ja. Sokolov zu schnappen war ein Geniestreich. Findste? Der Lordregent wird von den meisten noblen Familien unterstützt. Wer weiß, wie er sie dazu gebracht hat. Wir brauchen Informationen, um seinen Griff zu lockern. Okay, gut. Folgendermaßen. Wir speichern jetzt hier, bevor wir was falsch machen. Und wir werden einmal eine ganz kleine Aufnahmepause machen. Ich bin gleich wieder für euch da. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Wir speichern jetzt noch einmal. Ich weiß nicht, ob ich gerade gespeichert habe oder nicht. Deswegen müssen wir mal speichern. Ich mache aber jetzt einmal ganz kurz die Lampe ein bisschen dunkler. Die blendet nämlich langsam. So. Okay. Jetzt gehen wir einen Typen quälen. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Hi. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres. Wie lange, bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen. Tja. Es ist Zeit, ihn zu befragen.
Ja, dann befragen wir den mal. Dieses Buch hier, das hatten wir übrigens schon gelesen. Das war das, wo die Welpen ertränken oder einfach töten lassen oder was. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Glaubst du? Ah, vielleicht war das dafür. King Street Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben Sie schon eine Maske, nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen. Okay. Und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Das machen wir auf jeden Fall, aber... Ich schwöre, ich habe Ihr Gesicht nie gesehen. Glaube ich dir irgendwie. Ich bürge dafür, dass Ihr Rücken der feinste der ganzen Stadt ist. Vielleicht des ganzen Kaiserreichs. Das weiß ich nicht, aber... Mein Gott, bist du hässlich. Warte mal, was mich jetzt interessiert. Kann ich den nicht beherrschen? Was? Nicht möglich. Okay. Ich wollte das machen, weil hier drin ist ein Buch. Ich möchte den jetzt natürlich nicht freilassen, den Sokolov. Aber ich will dieses Buch lesen. Warte mal. Da. Ach, jetzt hatten wir schon... Ja, das haben wir schon gelesen. Aber die haben ihm zumindest... Haben die ihm eine Matratze hingelegt? Ja, das ist mehr als Emily hatte. Und die haben ihm ein Buch gegeben und einen Stuhl. Und er hat da ein Loch, wo er reinscheißen kann. Also ganz im Ernst, er hat sich nicht zu beschweren. Also ich sehe hier zwar keinen Stroh. Hundehaufen sehe ich. Also, aber, ne. Ach, hallo. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ja. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Okay. Sie erkennen ihn. Ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Okay. Lord Shaw in einer Wolfsmaske. Ich wusste, dass Sokolov uns sagt, was wir wissen wollten. Er mochte den Lordregenten noch nie. Naja, hoffen wir es mal, aber er ist trotzdem ein ekelhafter, perverser, schmieriger, ekelhafter... Ich weiß nicht, wie oft ich ekelhaft sagen kann, aber es ist einfach wahr. Also. Waren Sie mal in der Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Ah, Sie recht. Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. Muss sich die Kaiserin von dir sagen lassen, was sie zu tun und zu lassen hat? Was ist denn los mit dir, Admiral Havelock? Ich habe sowieso irgendwie einen Kieker auf dich. Ganz ehrlich. Gero? Nee, das ist Wallace. Wallace? Bewundernswert, wie Lord Pendleton angesichts dieses Verlustes die Fassung bewahrt. Ah, bewundernswert, oder? Emily! Ja. Okay, das ist nämlich persönlich. Emily! In der Golden Cat sah alles so schick aus. War irgendwie anders schick als im Palast. Madame Prudence sagte, dass die Damen dort Prinzessinnen wären und die Männer kämen, um sie zu bewundern.
Auf eine gewisse Weise ist das auch akkurat. Mrs. Wilson und ich haben beide gesehen, wie Mutter starb. Ja, okay. Ja gut, dann lasse ich dich mal jetzt in Ruhe mit deiner Philosophie, Trauer, was auch immer du da jetzt gerade vorhast. Ich würde gerne einmal schauen. Haben wir jetzt bei Piero den Rest gekauft? Ja, ne? Genau, wir hatten den Rest bei ihm gekauft. Also, noch einmal ins Journal gucken. Wir sollen mit Samuel zum Boiler-Anwesen fahren. Wir hatten gerade noch eine Rune bekommen. Jetzt haben wir eine. Da haben wir jetzt schon beide Stufen. Nehmen wir einfach das. Ganz ehrlich. Wir haben nichts zu verlieren. Knochenartefakte, das wollte ich gucken. Defektes Uhrwerk. Das brauchen wir auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Du kannst andere Personen schneller erwürgen. Das ist gut. Müssen wir mal gucken. Das brauchen wir wirklich gar nicht, ja? Dann lieber starke Arme und dann gucken wir mal. Weiße Ratten brauchen wir nicht. Dann lieber Rattengeruch. Und dann hatten wir doch noch irgendwas hier. Schneller schwimmen ist uns auch egal, wir gehen nicht ins Wasser. Hier, gezogene Waffen verlangsamen dich nicht. So, das ist doch perfekt. Dann speichere ich das auch nochmal, weil ich möchte natürlich nicht irgendwie wieder alles neu auswählen, weil wir irgendwas falsch gemacht haben.